Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu Übungen, die dir bei Skoliose helfen können. Schön, dass du dabei bist. Skoliose ist eine seitliche Verbiegung und Verdrehung der Wirbelsäule. Das kann natürlich nur ganz leicht sein, kann aber auch etwas stärker ausfallen. Das siehst du, wenn du dich von vorne anschaust und deine Schultern vielleicht etwas ungleich sind oder wenn du dich nach vorne hängen lässt, dann erscheint eine Seite am Rücken etwas höher. Im Zweifelsfall immer mit einem Arzt abklären. Ansonsten so mitmachen, wie es für dich geht. Und wir starten jetzt uns einmal durchzubewegen und dann auch die Muskeln zu stärken. Also richte dich auf, mach uns heute ein bisschen Musik an, heb dein Brustbein und gib mit beiden Füßen ganz leichten Druck in den Boden. Dann wirst du auch schon merken, dass du dich noch mehr streckst und aufrichtest. Schultern lässt du ganz entspannt fallen, dein Atem fließt und tauche jetzt mit dem Brustbein nach vorne ein, stütz dich ab, atme ein und atme aus, Fingerspitzen nach innen, rund, wieder nach oben rollen. Nochmal einatmen nach vorne, Brustbein sinkt und ausatmend rund, wieder nach oben kommen. In deinem eigenen Rhythmus ein und aus. Jetzt bleibst du dann hier unten, gerader Rücken, Blick nach vorne und mit dem Ausatmen den Rücken ganz weit runden, richtig schön hochziehen. Nochmal einatmen und mit dem Ausatmen so weit wie du kannst den Rücken in die Rundung ziehen. Auch hier dein Tempo, deine Bewegungsgröße. Vielleicht merkst du auch, dass jedes Mal, wenn du die Bewegung machst, die Bewegung etwas größer funktioniert, etwas mehr, du dich aufdehnen kannst. Gleich nochmal. Und ein letztes Mal noch ganz rund und dann rollst du dich langsam nach oben auf. Komm zum Stehen, atme ein, nimm die Arme nach oben und räkel dich jetzt und deine Beine nimmst du mit in die Bewegung. Zieh dich einmal rechts, einmal links. Ganz lang, versuch die Seite aufzudehnen und möglichst viel Bewegung in deine Wirbelsäule bringen. Und dieses Strecken durchblutet die Muskeln, zieht deine Faszien in die Länge, lohnt sich also wirklich. Wenn du rechts abrollst, rechts lang ziehen, wenn du links abrollst, links. Ganz langsam wieder zur Mitte kommen, löse deine Arme, stütze dich auf und jetzt verlagerst du dein Körpergewicht einmal nach rechts, nach links, Knie Richtung Zehen und wenn du jetzt zu einer Seite kommst, bleib kurz da, dreh deinen Oberkörper so weit wie möglich, komm zur anderen Seite und auch hier drehst du dich so weit wie möglich nach hinten. Nochmal. Am besten ausatmen, drehen. Nimm ruhig deinen Blick mit nach hinten. Mach Pausen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst eine Pause. Beim nächsten Mal stützt du dich mit beiden Händen auf die Oberschenkel und beweg nochmal den Rücken. Wie
eine Katze. Auch hier erfinderisch werden. Und dann zur Mitte kommen, den Rücken gerade machen, gerade nach oben. Deine Knie bleiben leicht gebeugt. Brustbein heben. Einatmen, Arme nach oben. Achte darauf, dass die Schultern ganz tief bleiben, wenn die Arme hochgehen. Und jetzt ziehst du ganz kraftvoll, ich komme mal zur Seite, deine Arme von oben nach unten tief. Richtig bewusst die Schulterblätter hinten zusammenführen. Nochmal nach oben, nochmal ausatmen. Ganz kraftvoll tief ein und aus. Spüre die Muskeln am oberen Rücken. Und noch weiter. Aus. Bauchnabel sanft nach innen ziehen und das Gefühl haben, du ziehst hier zwei Bänder von oben nach unten. Nochmal. Ein letztes Mal noch ganz kraftvoll. Und kurzen Moment entspannen. Rechts und links pendeln. Nimm ruhig die Fersen mit nach oben und lass den Oberkörper nach rechts und links pendeln. Einmal die rechte Ferse heben, einmal die linke. Und so richtig locker lassen. Bis du dich dann wieder zur Mitte einpendelst. Deine Knie wieder etwas gebeugt halten. Und nochmal einatmen, die Arme nach oben, Schultern tief. Und jetzt neigst du deinen Oberkörper auf eine Seite und versuchst hier ein paar Atemzüge zu halten. Spür deine Rückenkraft. Schwer. Noch kurz halten. Ausatmen zur Mitte. Und kurz lösen. Und das Ganze natürlich auch noch zur anderen Seite. Schultern tief zur Seite. Atem fließt. Ein paar Atemzüge hier bleiben. Sehr gut. Und mit dem Ausatmen wieder zur Mitte und ganz kraftvoll nach unten die Ellbogen ziehen und wieder lösen. Nochmal festziehen und wieder lösen. Einmal und entspannen, Rücken rund werden lassen, vorne aufstützen. Und während du den Rücken jetzt nochmal rund machst, nimmst du die Füße in die hüftbreite Position. Kommst dann wieder in den geraden Rücken, zieh den Bauchnabel sanft nach innen und strecke jetzt das rechte Bein zurück. Und den linken Arm nach vorne. Daumen Richtung Decke. Becken bleibt parallel zum Boden. Und dann wechselst du gleich die Seite. Linkes Bein, rechten Arm. Daumen Richtung Decke. Und nochmal lösen. Immer im Wechsel. Und vielleicht kannst du auch das Bein und den Arm in die Luft heben. Also einmal anheben. In die Schwebe
und wieder zurückkommen. Richtig lang strecken. Halte dann eine Seite in der Länge und mach ganz kleine Bewegungen hoch, hoch, ziehen, ziehen. Und gleich noch die andere Seite. Letztes Mal. Länge, Daumen Richtung Decke, Bein lang strecken und ganz kleine hoch tief. Reizen, 14 und auflösen, aufrichten, einatmen, strecken, räkeln zwischendurch, den Rücken bewegen, wirklich in allen möglichen Richtungen wieder. Ganz lang ziehen. Und dann nochmal nach vorne kommen, Oberkörper leicht nach vorne neigen. Und jetzt stellst du dir vor, da unten ist etwas ganz Schweres, das du aufheben möchtest. Schultern zurück, Spannung im Bauch. Steißbein schiebt nach hinten, Kopf in einer Linie mit deinem Oberkörper. Und jetzt zieh deine Ellbogen zurück, kraftvoll. Ganz fest und komm wieder nach vorne. Noch einmal kraftvoll zurückziehen und wieder nach unten. Am Körper vorbei, ziehen und wieder lösen. Deine Rückenmuskulatur. Und dann halte oben und jetzt zieh, zieh, zieh. Ganz fest. Immer noch halten. Es darf warm werden im oberen Rücken. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lösen. Und den Rücken ganz rund. Und nochmal gerade. So wie am Anfang, nochmal ganz rund, gerade, nochmal rund. Und wenn dein Rücken das nächste Mal ganz gerade ist, dann richtest du dich auf, atmest ein, ziehst dich lang und jetzt roll nochmal rechts ab und roll nochmal links den Fuß ab. Zieh dich ganz weit nach oben. Spür, ob es vielleicht sich etwas anders anfühlt als am Anfang. Die Bewegung leichter funktioniert. Dann kommst du wieder zur Mitte zurück. Und verlagerst dein Körpergewicht zur Seite. Dreh dich nochmal mit, so weit wie möglich. Komm zur anderen Seite. Dreh dich. Komm nochmal zur Seite. Kannst du dich weiter drehen? Schon, oder? Komm zur Mitte und pendel, indem du deine Fersen anhebst, dich von rechts nach links. Während du so pendelst, schließt du deine Füße etwas mehr. Lass dein Becken dann in der Mitte, nur deinen Oberkörper, die Brustwirbelsäule, sich bewegen,
zur Mitte einpendeln. Einatmen, langstrecken. Und aus. Arme lösen. Jetzt gib nochmal Druck mit beiden Füßen in den Boden. Atme ein. Atme aus. Nochmal. Dann öffne deine Ellbogen. Zieh die Schultern tief. Und atme aus. Lass locker. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, dein Rücken fühlt sich gut an. Ganz wichtig ist, immer möglichst viel den Rücken bewegen, denn der Rücken möchte bewegt werden, die Wirbelsäule möchte bewegt werden in allen Richtungen. Natürlich immer so mitmachen, wie du dich wohlfühlst. Du kannst auch mal in die Playlist Wirbelsäule auf meinem YouTube-Kanal schauen. Da gibt es noch viel mehr Videos zum Thema Wirbelsäule und Rücken. Es gibt auch eine Playlist PhysioFit. Kannst du auch gerne mal reinschauen. Ansonsten freue ich mich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal dabei bist. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Den Link findest du da unten in der Beschreibung. Da steht deine Unterstützung. Klick einfach drauf und wähle aus, mit wie viel du das gerne machen möchtest. 2,50, 5 Euro, 10 Euro und 20 im Monat. Was ist dir wert? Das ist auf jeden Fall. Vielen Dank auch an die, die es bereits tun. Und wenn du willst, sehen wir uns ganz einfach so beim nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich auf dich. Bis dann!